2006 betrat das Team Black Falcon die Motorsportbühne. Die Nürburgring-Nordschleife war von Beginn an die Heimat des Rennstalls. Doch schon früh zog es die Falken in den internationalen Motorsport. Das 24-Stunden-Rennen von Dubai wurde fester Bestandteil des Rennkalenders von Black Falcon. Dem Titelgewinn und der Titelverteidigung in der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring folgte der Gewinn der Meisterschaft und des Juniorentitels im Seat Leon Supercopa. Nach einem Jahr mit VLN und EM-Einsätzen auf dem Audi R8 gelang der endgültige Durchbruch in der GT3-Klasse mit dem ersten Sieg des SLS AMG GT3 von Mercedes-Benz überhaupt. Mit dem TMD Friction Team Black Falcon kämpft die Mannschaft aus Kielberg auch 2011 um den Titel in der VLN. Die SLS GT3 AMG-Truppe von Black Falcon zielt währenddessen auf Gesamtsiege in der Langstrecke und Erfolge im Rahmen der GT Masters sowie den 24 Stunden von Spa und am Nürburgring. Die Motorsport-Arena Oschersleben lädt mit einem vollen Starterfeld zum ersten Lauf der ADAC GT Masters 2011 ein. Mit Kenneth Heyer und Robert Renauer sowie Jan Seifert und dem schnellen und erfahrenen Amateur Oliver Meyer geht das Team Black Falcon in der Saison 2011 an den Start des Championats. Im Zeittraining geht es eng zu. Während das Duo Heyer und Renauer sich im vorderen Drittel des Feldes qualifizieren kann, wartet auf Oliver Meyer und Jan Seifert eine Aufholjagd von Startplatz 29. Schon beim Start zum ersten Lauf am Ostersonntag können beide SLS-Plätze gut machen und kämpfen sich Meter um Meter durch das erstklassige Starterfeld. Da hat er aber schon Plätze gut gemacht. Gelbe Flagge, es ist wieder grün hinten auf der Gegengerade. Die Gegengerade ist grün. Zur Mitte des Rennens bereitet sich das Team auf den Pflichtboxenstopp beider Fahrzeuge vor. Ich hole nicht ganz früh rein. Entweder noch zwei Runden oder maximal drei Runden. Olli, jetzt noch drei Runden. Drei Runden, Olli. Pit-Time drücken, Olli. Pit-Time drücken, dran denken. Pit-Speed und Pit-Time. Kommst jetzt an die Box, Olli. Oliver Meyer steuert als erster die Box an. Routiniert wird der SLS abgefertigt. Geht mit Jan Seifert am Steuer zurück ins Rennen. Kenneth, nächste Runde Box. Nächste Runde Box. Auch der zweite Boxenstopp verläuft nach Plan. Doch zwischen dem SLS von Robert Renauer und zwei weiteren Fahrzeugen wird es in der Boxengasse richtig eng. Enge Kämpfe bestimmen die zweite Rennhälfte für Robert Renauer. Wir haben direkt drei Plätze gut gemacht beim Start. Zu überholen ist eigentlich, wenn der andere nicht will, fast unmöglich. Also kommst du halt nicht vorbei. Ne? Ich habe dann im Verkehr immer wieder meine Lücke zugehabt auf den 8. und den 9. Aber bin immer wieder dran gefahren. Also ich könnte ein bisschen schneller, aber ich komme halt nicht vorbei einfach. Von daher muss man jetzt mal gucken. Gleichzeitig zeigt auch Jan Seifert in den nächsten Runden seine ganze Klasse und kämpft sich immer weiter nach vorne. Oliver Meyer kann seine Aufregung nicht mehr verbergen. Als Jan Seifert weitere Plätze gut macht und Meyer so in die Top 3 der Amateurwertung gelangt. Am Ende des ersten Rennens des Wochenendes werden Heyer und Renauer Gesamtsiebte, während Oliver Meyer nicht zuletzt dank Jan Seiferts großartiger Aufholjagd mit Gesamtrang 14 Zweiter in der Amateurwertung wird. Zwischen den Läufen erläutert uns Kenneth Heyer ein wenig, wie er eigentlich die Gegner von Black Falcon in der ADAC GT Masters sind. Motorsport Arena Oschersleben, 40 Autos, 3,6 Kilometer, sehr, sehr eng, harte Duelle und eine erste Kurve, die sie in sich hat.
Wir haben nicht nur 40 Autos im Feld und unsere wunderschönen SLS AMG GT3, sondern wir haben auch jede Menge andere tolle Autos. Von Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW. Riesen Fahrerfeld und tolle Autos. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar von an. Porsche 997 GT3 R. Neues Fahrzeug, seit letztem Jahr, auch im ADAC GT Master unterwegs. 11 Stück an der Zahl im ganzen Feld. Hier haben wir eine Paarung, die in der Amateurwertung fährt. Michael Bleekemolen, eine ganze Dynastie von Rennfahrern aus Holland mit Ronald van der Laar. Generell in der Amateurwertung aber nicht zu unterschätzen, gerade Michael mit seiner Erfahrung ganz weit vorne. Ferrari, eine Marke, die unbedingt ins ADAC GT Masters gehört. Hier haben wir ein Exemplar, ein 430er. Es gibt jetzt auch einen 458er Ferrari, der schon bei Farnbach eingesetzt wird. Freddy Krämer, ein Kind der ersten Stunde des GT Masters, zusammen mit Detlef Schmidt. Beide fahren in Amateurwertung und dieses Auto ist rot und deshalb ist es auch für mich der schönste Ferrari im ADAC GT Masters. Corvette Motorsport steht in Deutschland ganz klar Callaway Competition an erster Stelle. Heute wieder bewiesen mit einem Podiumsplatz Daniel Kalwitz, letztjähriger Europameister, zusammen mit Christian Hodenader, der mittlerweile aufgestiegen ist in die GT1 Weltmeisterschaft. Ganz klar ein Aspirant auf den Titel im ADAC GT Masters. Und wie man sieht, weißes Kleid beibehalten, letztes Jahr zum Erfolg geführt, denke ich mal, dass man dieses Jahr auch damit rechnen muss. Lamborghini, Reiter Engineering. 4 Autos, jeweils top besetzt auch wieder, wie im letzten Jahr. Ganz kleine Mannschaft, wo man weiß, wie es geht. Hier haben wir ein ganz besonderes Auto, die 3 Stucks fahren zusammen. Das heißt Striezel mit seinen beiden Söhnen Ferdinand und Johannes. Den Johannes kenne ich ja sehr gut vom Black Falcon vom letzten Jahr. Aber wir werden mit dieser Truppe mit Sicherheit über die Distanz des GT Masters auch rechnen müssen. Auto ist absolut top, Reiter Engineering ist eine top GT3-Truppe. Und ich denke, die beiden Jungs hier wissen auch, wie es geht. Audi R8 LMS. Ich kenne das Auto sehr gut, von 2010. Weiterentwickelt, ein absolutes Sprintauto auf der Nordschleife, in einzelnen Runden unglaublich schnell. Und Phoenix Racing, ein Team, was auch genau weiß, was sie tun. Abt und Phoenix sind wirklich 2 sehr starke Teams mit jeweils vier sehr, sehr starken Partnern. Und ich denke, dass man da definitiv mit rechnen muss. Vulcan Racing, Minken Motorsport bringen richtigen Exoten an den Start im ADAC GT Masters. Eine Dodge Viper SRT 10. Ich kenne dieses Auto, war von 2007. Wo ich selber in der Belka am ADAC GT Masters gefahren bin, aber man kann das Auto von damals mit heute in keinster Weise mehr vergleichen. Minken hat einen riesen Job gemacht, in unheimlich vielen Details und viel Arbeit in den letzten 3 Jahren eine neue Homologation erstellt und dieses Auto so hier hingebracht, dass man heute sage und schreibe in der ersten Reihe stand im Zeittraining. Liga der Traumsportwagen. Natürlich darf da auch ein Alpiner B6 nicht fehlen. Andreas Bovensiepen hat in den letzten 3 Jahren das Auto stetig verbessert. Man hat zwar schon Einzelsiege erzielt, aber speziell in diesem Jahr war jetzt der erste Sieg beim ADAC GT Masters Auftakt in Oschersleben sehr beeindruckend. Alex Margaritis und Lino Nonardi sind eine absolute Top-Paarung. Ein Auto, was im Detail verbessert worden ist vom letzten auf dieses Jahr. Man hat von einem Kompressormotor umgebaut auf einen 5-Liter-Motor. Dadurch hat sich die Gewichtsverteilung extrem verbessert. Und man hat heute gesehen, dass mit dieser Marke, mit diesem Auto und dieser Fahrerpaarung definitiv zu rechnen ist. ADAC GT Masters, prall gefülltes Fahrerlager, 40 Autos, einen super Saisonauftakt in Oschersleben. Wir haben noch weitere 7 Veranstaltungen und die Zukunft sieht rosig aus. Ostermontag, die letzten Vorbereitungen für das 2. Rennen der ADAC GT Masters 2011. Heute starten wir vom Startplatz 9. Der Lambo ist natürlich auf Startplatz 1, das wird ein Riesenproblem sein. Auf beide Startfahrer wartet eine große Aufgabe. Naja, ich hoffe mal, dass der Start gut hinhaut, dass die hinteren Leute nicht abreißen lassen in der Formationsrunde und wir gleich in der ersten Kurve ein paar Plätze gut machen können. Ich denke, wenn ich das Auto um Platz 20 übergeben könnte, wären für Kenneth auch noch Punkte möglich. Während Robert Rienauer mangels Qualifying-Zeit das ganze Feld von hinten aufräumen muss, gilt es für Jan Seifert, bis an die Spitze vorzustoßen und dann den Wagen an Oliver Meyer zu übergeben. Ja, anhand der Zeiten von gestern und an der Performance konnte man ja sehen, dass einiges möglich. Und natürlich versuche ich so weit wie möglich nach vorn zu kommen, aber man kann immer im Voraus schlecht sagen, wo kommt man raus. Aber ich denke, unsere Performance reicht auf jeden Fall für meinen Stint unter die Top 5. Beim Start wird es eng an der Spitze. Jan Seifert kann sich jedoch aus allem heraushalten.
Ja, der Jan hat einen guten, ja, der macht es genauso, wie ich wollte. Er ist direkt schon nach Porsche vorbei. Jetzt muss er aufpassen, Außen alles, im Arsch. Der Jan ist außen. Nein, doch, der Jan ist hier. Da ist er. Jan ist durch. Robert Renauer kämpft sich gleichzeitig bereits Platz um Platz nach vorne. An der Boxenmauer herrscht Begeisterung. Jedes Überholmanöver, jede Platzierungsverbesserung wird mit Jubel wahrgenommen. Arnold hat sich weggedreht. Jetzt hat er erstmal Luft, jetzt kann er gut fahren. Jetzt kann er aufschießen, das ist gut. Eine große Last liegt nun auf Meier und Heyer, die sich darauf vorbereiten, die Fahrzeuge zu übernehmen. Die maximale Fahrzeit der Startpiloten wird fast vollständig ausgeschöpft. Ja, wir sind ganz eng, aber es passt. Box, gerade den letzten aus der Gruppe. Okay, du fährst jetzt noch mit. Okay, dann bleib noch draußen. Noch ein oder zwei Runden mehr, bleib noch draußen. Lass ihn fahren. Ja, jetzt ist frei, okay. Okay, bestätigt, noch ein oder zwei Runden mehr, ich sag dir dann Bescheid. Langsam reinholen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hol rein, sag du ja, hol sie, beide kommen, beide. So steuern beide Black Falcon SLS in der gleichen Runde die Box an. Nun heißt es hoffen und bangen. Oliver Meier hat die Möglichkeit, nach der starken Vorlage von Jan Seifert die Amateurwertung nach Hause zu fahren, während Kenneth Heyer nach der bravourösen Aufholjagd von Robert Renauer auf dem Weg in die Punkte ist. Gespannt liegt der Blick des Cheftechnikers Marvin Wagner auf der Anzeige der verbleibenden Renndauer. Auf einmal herrscht Aufregung pur am Boxenstand von Black Falcon. Auf dem Monitor taucht eine Durchfahrtsstrafe für Kenneth Heyer auf. Zu Unrecht übrigens. Nein! Wer? Ihr. Was das denn? Pushing another car. Hat er doch gar nicht! Hat er doch gar nicht! Marc Schramm lässt sich nicht lange bitten und rennt sofort zur Rennleitung. Erklärt den Rennkommissaren, dass die Strafe ungerechtfertigt ist und kommt zurück an die Boxenmauer. Er entscheidet, dass die Strafe nicht angetreten wird. Laufen bleiben, fast zu Ende. Kurze Zeit später nimmt die Rennleitung die Durchfahrtsstrafe zurück. Wenige Minuten später ist es vollbracht. Kenneth Heyer fährt auf Platz 7 durchs Ziel, nach einer Aufholjagd von Startplatz 29 und sichert sich wichtige Punkte. Oliver Meier sieht nur wenige Plätze dahinter das schwarz-weiß karierte Tuch und viel wichtiger noch, er gewinnt die Amateurwertung. Damit führt Meier die Tabelle der Privatiers an. Nur eine Woche nach dem ersten erfolgreichen Auftritt in der ADAC GT Masters ruft wieder die Nordschleife. Mit 3 SLS, 3 BMW und dem Mercedes-Benz 190 Evo 2 der Schalz stellt Black Falcon eines der stärksten Teams der Langstreckenmeisterschaft. Mit dem BMW Z4 rund um Carsten Knechtges, Manuel Metzger und Tim Scherbart schickt Black Falcon 2011 ein Nachwuchsteam ins Rennen, das sowohl um die Junior-Trophäe als auch um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden will. So, Zeittraining zum zweiten Lauf ist vorbei bei Kaiserwetter. Wie lief's denn bei euch? Ja, bei uns lief's eigentlich ganz gut. Wir stehen jetzt am Ende auf Position 3 in der Klasse.
Das ist eine gute Ausgangssituation fürs Rennen. Ich bin 3 Runden heute gefahren, da war leider, ja, da war gelb, da war im Tiergarten gelb, da war viel zu überrunden, also da wäre noch was gegangen, aber mit P3 sind wir eigentlich ganz zufrieden. Stehen wir vorne alle zusammen, das passt ganz gut. Taktik fürs Rennen ist schon besprochen? Ja, ich werde den Start fahren bei dem 4-Stunden-Rennen jetzt und danach werden wir mal gucken, wer danach mir ins Auto steigt. Ich hoffe natürlich, dass wir weit vorne, dass ich dann weit vorne den Wagen abgeben kann. Aber auch an der Spitze ist Black Falcon erneut gut vertreten. Die 3 SLS können sich im extrem stark besetzten Feld auf den Positionen 5, 11 und 17 qualifizieren. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Zeittraining. Man sieht, dass die Spitze enger zusammengerückt ist. Intern jetzt bei uns im Team, wir konnten uns ein bisschen verbessern gegenüber dem ersten Zeittraining vom ersten Rennen. Haben viel getestet, viel gearbeitet, haben auch schon Rennen hinter uns und sind sehr zufrieden. An der Spitze geht es von Beginn an eng zu. Ein Zustand, der sich bis zum Ende des Rennens kaum ändern sollte. Während der SLS von Kenneth Heyer, Ralf Schall und Thomas Jäger im Startgetümmel Plätze verliert, schließt das Schwesterauto mit André Lebet, Hannes Plesser und Doppelstarter Jäger auf und kann sogar vorbeigehen. Aufregung an der Box von Black Falcon. Nach 45 Minuten kommt der SLS von Viehmal Meta und Vater und Sohn Breslin mit einem Unfallschaden an die Box. Das Team repariert den Mercedes so schnell wie möglich und schickt ihn zurück ins Rennen. Doch dies war nur der Anfang. Wenige Minuten später muss die SLS-Mannschaft Lebetjäger-Plesse den Wagen mit technischem Defekt abstellen. Kaum ist dieser Schock überwunden, vermeldet auch der zweite schnelle Silberpfeil das Rennende. Ausfall im Galgenkopf. Nun liegt es an der TMD-Friction-Mannschaft rund um Alex Böhm, noch ein gutes Ergebnis zu schaffen. Die Junioren rücken in den Fokus. Auf ihren Schultern lasten die Erwartungen des ganzen Teams. Der Klassensieg und damit wichtige Punkte in der Meisterschaft und der Juniorenwertung rückt in greifbare Nähe. Am Ende schaffen die Young Guns von Black Falcon den Erfolg, gewinnen die Klasse V5 und sichern sich so die Führung in der Junior-Trophäe sowie den zweiten Platz in der Meisterschaft.